Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie bekomme ich eigentlich Long Vegas ins Portfolio? Und eine Idee dazu, die zeige ich euch heute mal. Long Vega, ne? Was heißt denn das überhaupt? Die meisten von euch, wenn sie so handeln wie ich, dann werden sie wahrscheinlich immer Short Vega sein oder zumindest zum großen Teil Short Vega sein. Ihr wisst ja, Vega, vielleicht könnt ihr euch zumindest noch so ein bisschen an eure Basic-Schulung erinnern. Vega, das ist eine Kenngröße, eine der sogenannten Griechen im Optionshandel. Und das Vega bezeichnet die Veränderung, zumindest die theoretische Veränderung des Optionspreises, wenn sich die Volatilität um einen Prozentpunkt nach oben oder unten bewegt. Das Vega ist immer positiv, das heißt, es ist immer eine positive Zahl. Und das heißt natürlich, wenn die Volatilität steigt, dann verteuern sich Optionen. Und wenn die Volatilität fällt, dann verbilligen sich Optionen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man Optionen verkauft hat, dann hat man also immer eine sogenannte Short-Vega-Position im Depot, ne? Also könnt ihr euch immer merken, immer wenn ihr eine Option verkauft, dann habt ihr Short Vega im Portfolio. Und wenn ihr natürlich jetzt viele Optionen verkauft habt, egal ob das jetzt Puts oder Calls sind, das spielt erstmal keine Rolle. Und es spielt auch keine Rolle, ob es Spreads sind, dann habt ihr immer Short Vega Position. Warum spielt das eigentlich keine Rolle, wenn man Spreads hat? Schauen wir uns das mal an. Und zwar, angenommen, ihr habt jetzt hier einen Preis, der entwickelt sich so. Und ihr sagt, Mensch, das ist doch eine super Gelegenheit, um hier mal Puts zu verkaufen. Ne? Und jetzt verkauft ihr hier einen Put. So. Und der ist jetzt natürlich, weil er den Put verkauft hat, ist der Short Vega. So. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will auch meinen Vega ein bisschen verringern oder ich will mein Risiko verringern, könnt ihr ja sagen, ich mache einen Spread. Ne? Das heißt, ihr kauft euch hier noch einen Put dazu. Dann habt ihr hier einen sogenannten Bull-Put-Spread. Und jetzt hat sich allerdings euer Vega zwar verringert, ihr seid trotzdem noch Short Vega. Warum? Das höchste Vega ist immer hier, ne, am Geld. Und je weiter man dann ins Geld oder aus dem Geld geht, je nachdem, umso geringer wird wieder das Vega. Und das bedeutet aber auch, wenn wir runter zu gehen, dass diese in dem Falle verkaufte Put-Option ein geringeres ein höheres Vega als diese gekaufte Put-Option. Ne? Also die verkaufte, die näher am Geld ist, hat ein höheres Vega als die gekaufte Option. So, das heißt, ihr habt es damit verringert, aber ihr habt es nicht rausbekommen. Und jetzt ist ja die Frage, wie bekomme ich denn Long Vega ins Portfolio, um mein gesamtes Portfolio weniger anfällig für Volatilitätsveränderungen zu machen. Und auch das schauen wir uns mal an einem Beispiel an. Und zwar, es gibt natürlich viele, viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und wenn wir es mal runterbrechen, ist die einfachste Möglichkeit immer die, dass man sagt, naja, wir kaufen einfach Optionen. Weil wenn ihr Optionen kauft, dann habt ihr immer Long Vega im Portfolio. Und das heißt, wenn die Volatilität steigt, dann steigt auch der Preis eurer gekauften Option, in der Regel zumindest. Also zumindest die Volatilität ist positiv dafür. Und dann habt ihr schon mal das ein bisschen ausgeglichen. So, jetzt kann man natürlich aber nicht annehmen, dass man zum Beispiel sagt, wir machen mal wieder das Beispiel, wir beziehen uns mal auf den Aktienmarkt. Warum? Beim Aktienmarkt ist es relativ simpel. Da wissen wir, wenn der Markt nach unten geht, steigt die Vola an. Ne? Und wenn ich immer nur Puts dann reingeschrieben habe, naja, klar, dann habe ich ein Problem, wenn die Vola ansteigt. Das bedeutet natürlich aber jetzt nicht, wenn ihr sagt, okay, das ist eure Markterwartung und ihr habt jetzt hier immer Puts geschrieben, egal ob jetzt einzeln oder als Spread. Und wenn ihr sagt, hey, ich brauche noch Ballon Vegas mit rein, jetzt kaufe ich einfach hier immer noch ein paar Calls, ne? Also dass ihr noch Long Calls seid. Das ist zwar schön für euch, dann habt ihr nämlich auf dem Papier Long Vega drin, aber praktisch habt ihr keinen Long Vega drin, weil wenn der Markt steigen wird, wird die Volatilität zurückgehen. Das heißt, da profitieren eure Puts auch. Und wenn es aber nach unten geht und der Preis bewegt sich hier weg, dann wird das Vega zwar hier euch ein bisschen helfen, aber eben nicht allzu sehr. Und deswegen denken wir mal in eine andere Richtung. Überlegt euch mal, wenn jetzt eure Erwartungshaltung plötzlich diese hier ist, dass ihr sagt, okay, der Preis wird jetzt runtergehen. Ja? Also ihr erwartet, dass die Preise im Aktienmarkt von mir aus fallen oder in einer einzelnen Aktie.
dann wisst ihr ja, dass auch hier die Volatilität, sprich das Vega, ansteigen wird. Wenn man jetzt ein Optionsverkäufer ist, könnte man ja auf die Idee kommen und könnte sagen, okay, Preis wird fallen, ich will davon profitieren, also mache ich zum Beispiel eins, ich mache hier oben, wir lassen den hier mal weg, einen Short Call. Ne? Oder aber ich mache von mir aus hier einen Bear Call Spread. Das wäre zwar jetzt etwas, was, wenn diese Veränderung so eintritt, grundsätzlich von dieser Bewegung profitiert, aber ihr habt natürlich jetzt trotzdem wieder keine Short oder keine Long Vega Position. Ne? Ihr seid wieder Short Vega. Und es kann sogar passieren, das ist vielleicht euch schon mal aufgefallen, wenn ihr im Depot zum Beispiel Short Puts habt und Short Calls und jetzt geht der Markt runter, die Vola steigt, ne? Dann verlieren plötzlich auch die Short Calls hier oben durch die ansteigende Volatilität. Und das ist ja das genau, was ihr nicht wollt. Und deswegen, gerade auch Aktienmarkt ist ein super Beispiel, weil man ja in der Regel für Call-Optionen ohnehin wenig Geld bekommt, ne, macht es einfach auch mal Sinn zu sagen, okay, wenn ich erwarte, dass der Preis fällt und nur dann muss ich mir ja Gedanken machen über Long-Vega-Positionen. Solange der Preis steigt und die Vola niedrig bleibt, brauche ich keinen Long-Vega, ne, außer jetzt vielleicht als prozyklischen Hedge, aber ich brauche es ja dann wirklich erst, wenn es runtergeht. So, und deswegen könntet ihr natürlich jetzt auch mal eins machen, da sagt, der einfachste Weg, um zum Beispiel von so einer Abwärtsbewegung zu profitieren und gleichzeitig auch noch das Vega im Portfolio ein bisschen zu verändern, wäre eben, wenn ihr sagt, nein, ich mache eben hier keine Bear Call Spreads oder Short Calls, sondern ich mache stattdessen lieber Bear Put Spreads. Das heißt also, ihr kauft zum Beispiel Optionen relativ nah am Geld, kauft also Puts. Und wenn ihr das wollt, also ich mache das in der Regel, ich kaufe nie Puts nackt, also sondern, naja, was heißt nie nackt, mache ich schon, aber meistens verkaufe ich dann immer noch eine Option dagegen, um einfach den Preis dieser Option etwas zu reduzieren. Jetzt ist aber wieder so, erinnert euch, wo war das höchste Vega? Hier, nach unten wird es weniger, da ihr jetzt aber hier diesen Put long seid, habt ihr jetzt mit dem mehr Vega auf der Long-Seite, als ihr mit dem hier short habt und insgesamt habt ihr jetzt hier eine long Vega-Position. Das heißt also, wenn ihr erwartet, dass Preise fallen, gerade im Aktienmarkt, ihr seht eine Aktie und sagt, ich glaube, die können in den nächsten 2-3 Monate fallen. Und oder ihr seht den Aktienmarkt, ne, ihr sagt, Mensch, der DAX sieht schwach aus und ich glaube, der fällt jetzt. Klar könnt ihr hergehen und könnt Calls verkaufen. Ne? Und dann haben wir diese ganze Geschichte, ich wette nicht darauf, wo der Preis hingeht, sondern eher, wo nicht hingeht. Aber gerade in Abwärtsbewegungen macht es auch mal Sinn, von der reinen Optionsschreiberei wegzugehen und zu sagen, hey, dann mache ich doch lieber mal einen Bear Put Spread. Ich kaufe einen Put und verkaufe einen tiefer liegenden Put. Das ist ein Debit Spread, das heißt, ihr müsst Geld aufwenden, aber ihr kauft euch damit auch positives Vega ins Depot. Das Depot insgesamt wird ein bisschen ausgeglichener. Oftmals führt das sogar dann zu einer Margin-Reduzierung. Und wenn es hier nach unten geht, dann profitiert ihr natürlich von der ansteigenden Volatilität, weil eben euer gekaufter Put ein höheres Vega als euer verkaufter Put hat. Das war heute mal ein kleiner, wie gesagt, nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt zu der Idee, wie kriegt man Long Vega ins Portfolio? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ne? Und wenn euch das interessiert oder wenn ihr auch Ideen habt, dann schreibt mir das hier unten in die Kommentare und dann schauen wir uns das gemeinsam in einem der nächsten Videos mal an. Ansonsten bleibt diesem Kanal weiterhin so treu, wie ihr das jetzt macht. Kommentiert fleißig, bewertet ihn gut, ja, freue ich mich immer. Und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, macht's gut, bye bye.